Seth, bist du eigentlich auch privat so lustig oder nur vor der Kamera? Versteh die Frage gar nicht. Hallo, du mediterranes Brötchen. Du denkst auch, du wärst was ganz Besonderes, ne? Mit deinen kleinen vertrockneten Tomatenstückchen drinne. Weißt du, an was mich das erinnert? An deine Mutter. Sagt ein Mädchen zu ihrem Freund, Schatz, ich bin gleich fertig. Ich muss nur noch das Make-up auftragen. Sagt der Freund, ach Häschen, du brauchst doch gar kein Make-up. Sagt sie, oh, das ist aber lieb von dir, ich mag, wenn du mir schmeichelst. Sagt er, du brauchst plastische Chirurgie. Versteht ihr, plastische Chirurgie braucht die, kein Make-up. Hadu, hadu, Fuckerboy. Die Antwort ist ja. Hallöchen, liebe Leute, willkommen zu einem Spiel. Oh mein Gott, Dead by Daylight ist viel besser. Lunacy St. Rhodes heißt das Ding und es geht offensichtlich um die Heiterkeit des Seins, ja, was auch sonst. Lieben Dank an die Entwickler, die mir die Demo hierzu kostenlos zugeschickt haben. Für alle anderen gibt's die nicht öffentlich, sondern nur auf Anfrage, was ziemlich komisch ist, wenn ich mal darüber nachdenke. Ihr solltet das nicht tun. Ihr solltet die Demo veröffentlichen. Mehr Publicity, mehr Interaktion, mehr Feedback. Mehr Profit hätte ich jetzt gesagt, allerdings habe ich das Baby ja jetzt in der Hand. Also, RIP, Spiel. Liebe Leute, was kann es Angenehmeres geben nach einem harten Arbeitstag, als seine abnorm großen äußeren Geschlechtsmerkmale auf das hoffentlich weichste Sofa zu fläzen, woran die Hintern dieser Welt jemals Freude hatten. Die Bude ist einladend. Das Wetter ist wundervoll. So lasst uns doch eintauchen in die kunterbunte Welt von Lunacy. Oder wie Experten sagen, Lunacy. Würde da nicht das Fehlen unserer Lesebrille uns einen herben Strich durch unsere Abenteuerlust machen? Ja, ich meine, wer braucht schon Story-Elemente, wenn er fancy Schatteneffekte haben kann? Okay, vergessen wir das Ganze. Ich habe sie soeben ausfindig machen können. Dann lasst uns mal loslegen. Hey, Süßer. Nur damit du es weißt, ich werde nicht vor Mitternacht zu Hause sein. Wenn du eher da sein solltest, dann lass bitte das Licht an und geh so früh schlafen, wie du nur kannst. In Liebe, Mom. Ach, Mom. Du solltest dich bitte ein bisschen beeilen, ja? Was soll ich denn hier alleine? Mit einer Flasche Rum. Und meinen ganzen Videospielen. Ich kann mir wirklich keine Freizeitbeschäftigung vorstellen, die deine Anwesenheit nicht wettmachen kann. Eine große Margarita mit Doppeltkäse, bitte. Dankeschön. Ich werde ihre Anwesenheit freudigst erwarten. Oder auch nicht. Ich werde mich eventuell auch zu Tode langweilen, da in unserem Haus scheinbar alle Türen abgeschlossen sind. Ja, das hat brandschutztechnische Hintergründe, liebe Freunde. Ich glaube, meine sehr verehrte Mutter möchte ganz sicher gehen, dass meine Videospiele mit mir zur Hölle fahren. Man kann es ihr wahrscheinlich aber auch nicht verübeln. Dann schauen wir uns mal in den oberen Etagen um und tun so, als würden wir hier nicht sowieso schon wohnen. Und was finden wir da? Einen Schlüssel in sehr gutem Zustand, offensichtlich jemand, der das besonders lustig findet. Kannst du dich bitte erklären? Ich möchte auch gerne lachen. Erzähl doch den Witz bitte nochmal. Ich hab den irgendwie nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Du kannst die Tür auch gerne ganz aufmachen, ja? Falls dir das Konzept noch nicht ganz so geläufig sein sollte, ich helfe dir da sehr, sehr gerne auf die Sprünge. So. Wow. Können wir hier ein bisschen Licht machen? Ach, danke, Mom. Dass du immer schön diese Rechnung bezahlst. Ja, ist ja gut. Och, alter Schwede. Ja, ich weiß, die Pizza ist schon da und die soll heiß bleiben. Aber das ziehe ich dir vom Trinkgeld ab, diese Unannehmlichkeiten, mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, lassen Sie sie doch einfach auf der Veranda liegen, es regnet doch nicht. Nee, ich hab gerne eine richtig durchgeweichte Margarita. Finde ich klasse. Lassen Sie mich raten, Ihr Name ist Scheusal.
Aber wenn ich so frei sein dürfte, falls ihr zufälligerweise da draußen meiner Mutter über den Weg laufen, scheuen Sie sich nicht davor, es sie grob in ihre Kauleisten einzuführen, ja? Und bitte machen Sie sich keine Gedanken um diese Sauerei, die dabei entsteht. Ich werde mich drum kümmern. Übermorgen. Oder auch nie, gegebenenfalls. Je nachdem, wie viel Spaß ich mit meinen Videospielen habe. So, wir waren hier offensichtlich noch nicht fertig. Irgendetwas an diesem Sessel ist furchtbar gruselig. Ich weiß noch nicht was. Ich habe das Gefühl, er wird es mir noch deutlich machen. Wow, das ist ein massiver Schrank. Holy shit, Alter. Wetten, da stehen wieder nur zwei Tassen drin oder so. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das Luxusleben, Freunde. Oh. So ist das. Wir können jetzt hier rein, ja? Ist in Ordnung. Nee, die Bücher kannst du ruhig stehen lassen. Die interessieren mich nicht besonders. Ja, ich halte nicht allzu viel von Bildung. So. 7. Januar 1905. Ja, ich habe eine versteckte Tür hinter einem Schrank gefunden in unserem Zimmer. Nachdem ich das ganze verdammte Ding durchsucht habe, habe ich einen Schlüssel gefunden. Auf einem Regal oben in einem der Teetassen. Ich habe ein bisschen gezögert, da reinzugehen. Ich habe geglaubt, dass sie vielleicht da ist. Aber letztendlich bin ich doch reingegangen und sah ein. Ich habe den Schlüssel hinter dem versteckt. Dankeschön für diese äußerst hilfreiche Notiz. Die sagt mir wirklich viel. Ich bin beeindruckt. Oh, das hast du aber schön gemalt, kleiner Seth. Hässlich! Die Kinder auf dem Bild sehen äußerst happy aus. Welcome to my life. Holy shit, hier ist schon wieder der Sessel. Ich sage doch, der verfolgt mich. Das ganze Spiel über. Wohnt hier der Hund? Was ist das für eine kleine gruselige Tür, Alter? Oder ist das das Zimmer für die Putzfrau? Es waren ein bisschen böse, Freunde, aber naja, die Schönen und Reichen, zu denen ich mich auch geselle, haben wahrscheinlich andere Prioritäten. Es ist in Ordnung, ja. Es ist schon recht. So. Ich würde sehr gerne irgendwas mit dem Schlüssel machen, oder habe ich den auf mysteriöse Art und Weise schon benutzt? Man weiß es ja nicht. Oh. Yeah, alles klar, noch mehr Bilder von Seth, die es nicht an die Wand geschafft haben. Ne, da haben wir lieber Folterbilder, gruselige Monster, also alles, was ein Kind braucht, um in angenehmer Atmosphäre aufwachsen zu können, wie mir scheint. Oh Gott, ich möchte bitte nichts damit zu tun haben. Lasst mich mit all dem in Ruhe, außer mit dieser Rattenplage, die sicherlich nicht für unser gesundheitliches Wohlbefinden zuträglich sein sollte. Moment mal, habe ich diese Tür hier zugemacht? Oder stört irgendjemand Mutters Privatsphäre? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oh, eine weitere Notiz, Freunde. 18. November 1904. Ja, die Leute haben nur einmal im Jahr einen Zettel geschrieben. Und wir sind der Glückspilz, der die jetzt lesen darf. Wir haben endlich einen Ort zum Leben gefunden. Es ist eine kleine Stadt namens St. Rhodes, in der Nähe von Angel Falls, der Stadt. Trotz allen Sachen, die passiert sind in dem Haus, haben wir ein großzügiges Angebot bekommen und werden das natürlich nehmen. Natürlich, was auch sonst. Wir wussten, dass die Stadt verlassen ist und wir hatten kein Problem damit. Das Haus ist sehr, sehr alt und sehr, sehr schmutzig, wenn ich das mal anfügen darf. The fuck? Würden Sie bitte aufhören, mir hier ins Ohr zu röcheln, oder was ist mit Ihnen los? Alter, wo kam das her? Irgendwer war richtig sauer, dass ich gerade diesen Brief gelesen habe, oder? Das ist mein Zettel, den lässt er da bitte liegen. Nein, ich lese das jetzt zu Ende. Das Haus ist sehr alt und, aber hat eine sehr, sehr schöne Aussicht auf die Kirche und den Wald. Wirklich wunderschön. Würde ich sofort nehmen in diesem Zustand. Ja, also scheiß auf funktionierende Lichter. Wir wissen uns schon anders zu behelfen.
What the fuck? What the fuck? Das war ich nicht beim ersten Mal. Ich wollte gerade nur nochmal nachsehen, aber ich entferne mich jetzt von dieser Angelegenheit. Sicher ist sicher. Oh! Holy shit! Was bist du denn? Alter, der Pizzamann ist da! Er will mir bei der Rattenplage helfen. Und er tötet mich durch seine bloße Anwesenheit. Das soll ihm erstmal jemand nachmachen. Nein, du gehst nicht in Mutters Schlafzimmer. Das verbiete ich dir. Ich habe gesagt nein. Ich habe gesagt nein. Was hast du? Danke sehr. Du kommst ja nicht rein, Motherfuckers. Alles klar. Gut, dann bin ich ja mal alleine mit dem riesigen Schrank voller Unterwäsche meiner Mutter. Hoffentlich nicht. Nebenbei bemerkt, die haben was gesagt von einer Tür hinter einem Schrank. Entweder sie haben mich verarscht oder das ist nicht der richtige Schrank. Vermutlich ersteres, wie ich mein Glück kenne. Ach komm schon! Das ist doch nicht dein Ernst. Lass mich das doch mal suchen. Störe doch nicht die Gemütlichkeit dieses Raumes. Ich bitte dich. Ja, wir können doch so viel Spaß hier miteinander haben. Warum ist jede verdammte Tür in diesem verdammten Haus abgeschlossen? Oh, noch ein Schlüssel. Ja, den kann ich zu meiner Sammlung hinzufügen. Jetzt habe ich schon zwei. Der andere ist irgendwie unglücklicherweise in meinem Hintern verschwunden. Ich wollte gerade fragen, wo dieser Schlüssel passen könnte, aber liebe Leute, manche Fragen beantworten sich einfach von selber. Genau wie die verwunschene Tür hinter irgendeinem Schrank. Offensichtlich nicht hinter dem oder vermutlich doch hinter dem. Man hätte nur mal aufräumen müssen. So, Sand Rhodes Mord. John Miller 42 wurde... Moment mal. Wir kriegen das hin. Ah, verdammte Axt. Ja. Sehr gut, Seth. Wurde tot in seinem Haus aufgefunden von einem kleinen Mädchen in der Nähe der Stadt Angel Falls. Sprechen die etwa von diesem Haus? Nein, das kann nicht sein. Er wurde tot auf dem Boden gefunden, eingedeckt in seinem eigenen Blut. Ja, das ist was du auf die Titelseite schreibst. Ja, das ist Qualitätsjournalismus. Mua. Mit einem Kreuz in seiner Hand. Pentagramm in seinen Magen eingeritzt. Gemeinsam mit dem Namen Samigina. Ach komm, auch leck mich doch am Arsch. Was ist das denn hier jetzt? Die Versammlung der Missgeburten oder was? Können wir das bitte auf nächsten Dienstag verlegen? Da habe ich wieder Zeit. Ich wurde gefangen, ach Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss das hier ewig durchziehen. So, liebe Leute, wo waren wir stehen geblieben? In diverse Privatsphären eindringen. Meine Spezialität also. Aber diesmal mache ich die Tür zu und möchte diese Sache hier ganz ungestört genießen, versteht sich. So, was haben wir hier in den Schubladen? Nochmal erstmal das hier lesen. 5. Januar 1905. Ah, die haben. Okay, sie haben 2 Zettel pro Jahr geschrieben. Ist in Ordnung. Haben sich förmlich mit ihrem Mühegeben überschlagen. Sie ist weg. Ich kann nicht glauben, dass sie weg ist. Ich habe das ganze Haus nach ihr durchsucht und immer noch nichts gefunden. Dieser beschissene Business Trip. Ich sollte bei ihr geblieben sein, die paar Tage vor unserer Hochzeit. Ich verstehe nicht, wo sie sein könnte. Und warum das Hochzeitskleid? Warum ist das das Einzige, was fehlt? Was versucht sie zu tun? Was? Warte mal, wer eigentlich? Was für eine Hochzeit? Habe ich irgendwas verpasst? Oh. Ist das ein dezenter Hinweis darauf, dass ich doch ja nicht in meinen schmierigen Fingern die teure Ming-Vase mit den billigen Tankstellenblumen drinne berühren sollte? Muss Vase berühren. Oh geil, nicht schon wieder dieser Sessel, Alter. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sollen irgendwo eine Vase finden, die wahrscheinlich zerbrechen und uns dann vermutlich aus dem Staub machen. Was ist das? Hier wurde der Schlüssel beerdigt. RIP. Wie ich es zum Anfang sagte, Freunde. Ja? Könnt mich bescheidenerweise den Propheten nennen, liebe Freunde. Apropos diese Ortschaft hier verlassen. Moment mal. Ich bin letztes Mal durch ein Monster gestorben. Höre komische Geräusche, die von Mutters Unterhosenschrank herkommen. Und natürlich bleibe ich hier, ja? Wir haben nämlich Balls of Steel, Leute. Ich weiß gar nicht, wie wir überhaupt laufen können, ja? Mit diesen Metalleiern. Es ist keine Vase.
Es ist ein Bild von einer Vase. Das konnten wir uns gerade noch so leisten. Ist in Ordnung. Autsch. Das war wirklich nötig. Dankeschön. Noch einen für meine Sammlung. Herzlichen Glückwunsch, Seth. So, kommt der Hund jetzt da mal bald raus? Wo können wir den jetzt einführen? Unsanft. Moment mal. Schränke? Hier war das nicht. Hinter irgendeinem Regal... was sehe ich da? Natürlich. Muckis sind mir auch noch gewachsen hier zwischenzeitlich. Ist in Ordnung. Falls du immer noch deine Frau suchst, ich habe sie offensichtlich gefunden. Hallo, du Schönheit. Oh, ist eine Puppe. Na klar. Was ist denn deine Rolle in dieser Geschichte, Herzchen? Mir die Scheiße aus dem Leib zu gruseln. Offensichtlich, oder? Das haben schon andere vor dir versucht. Ich bitte dich. Okay. Warum müssen es immer Brüste sein? Oh, das ist aber ein cooler Effekt. Wie machst du denn das? Hi. Ihr treibt doch hier einen Schabernack mit mir, oder? Also, ich bitte euch. Ich bin erwachsen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Und ich habe Eier aus Stahl. Das haben wir gerade schon festgestellt. Das haben wir alle schon gerade klären können. Oh. Nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Ey, wirklich. In der Tat. Großartig. Oh. Du hast die Doppelkäse vergessen. Ich hab's doch gewusst. Herein. Oder auch nicht. Okay, übertreibt es jetzt ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Ja, hier bei Sefs. Piep, kein Anschluss unter dieser Nummer. Piep. Oh Gott! Nein, nicht der Pizzamann. Nee, nicht noch ein Pizzamann. Nicht 500.000 Pizzamänner. Uhuhuhu. Leave me alone. Nein. Nein, 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 nein. Nee, machen wir nicht. Hab's mir heute anders überlegt. Dankeschön. Mir ist der Appetit vergangen. Ah, ich bin plötzlich laktoseintolerant geworden von diesem Spiel. Und jetzt? Jetzt sind sie alle wieder weg. Jetzt haben sie keine Lust mehr mit mir zu spielen, oder? Schnäuzelchens? Ich bin noch da. Ich habe noch nicht mal angefangen hier mit Videospiele spielen. Ihr könnt gerne dazukommen. Ich lade euch recht herzlich ein. Aber scheinbar haben die werten Herren hier keine Lust. Na dann. Was sollte das immer? Lasst doch mal das drinne stehen da. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Oh. Bisschen Gänsehaut hier gerade. Okay. Okay, kann man das irgendwie aufmachen, bitte? Scheiße. Es ist entwichen. Was auch immer da drin ist. Was hat das zu bedeuten? Oh, auf einmal geht der Strom wieder. Mutti hat 2 Cent überwiesen. Das ist alles, was wir für sie tun können an dieser Stelle. Fragen Sie bitte nicht nach mehr. Oh, ja, ach so. Jetzt geht die Party ab, oder? Mhm. Schon recht. Dürfen wir bitte noch mehr Bilder suchen und finden? Bilder von Türen. Bitte mehr Bilder von Türen. Und Slenderman. In diesem Haushalt wird nur Milch getrunken, Freunde. Das mutet so schön unschuldig an. Ja, aber mich könnt ihr nicht verarschen. 29. Dezember 2004. Entschuldigung. Ja, ihr wisst schon, wovon ich rede. Wir sind gerade eingezogen. Da sind immer noch ein paar Boxen, die geliefert werden sollten bis morgen. Ein paar Boxen. Um diese Unkultur kümmere ich mich später. Später in der Nacht habe ich mich fertig gemacht zum Schlafen. Ach mein Gott, das ist doch eine Comedy-Show, oder? Das meinst du doch nicht ernst. Du verarschst mich doch hier, oder? Aber du hast mich in der Tat nicht verarscht. Hätte ich es doch wissen können. Möchtest du mit den Zettel bitte vorlesen? Okay, ciao. Danke, so können wir es auch klären, ja? Wenn die Worte endlich mal ankommen, dieser Moment, an dem deine Ansagen fruchten, es ist ein wundervolles Gefühl.
Tief in der Nacht, als ich mich fertig gemacht habe zum Schlafen, hörte ich einen gruseligen Schrei, der von draußen kam. Ich habe aus dem Fenster hinausgeschaut in die Wälder und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendeine große Figur gesehen habe. Der dir wahrscheinlich eine Pizza Margherita mit Doppelkäse liefern wollte. Ich habe Esther aufgewacht und ihr gesagt, was ich gesehen habe. Aber als ich wieder rausgeschaut habe, war es verschwunden. Ich glaube, es war sehr müde und brauchte unbedingt sofort Schlaf. Das ist wahrscheinlich das, was geschehen ist. Ja, genau. Elijah. Okay, das ist ein nächster Hinweis. Ich muss ein Foto von Frodo finden, Freunde. Das ist es. Das ist es. Und noch ein Schlüssel. Genau. Oh, in meinem Hintern wird es langsam eng, Freunde. So viel Platz ist da leider nicht. Das ist auch im Laufe des Spiels hier gerade nicht mehr geworden. Aber ich sehe schon, unsere Welt hat sich wieder einmal vergrößert. Worüber ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Auch die Bilder werden immer entzückender. Es kommt von da. Wow. Zum Glück habe ich diverse Utensilien gefunden, die ich überall reinschieben kann. Ah! Oh. Warum denn man immer dieses Brummen? Wie so ein Schiffshorn. Also, wir legen jetzt ab. Ist in Ordnung. Dankeschön, dass du das hier für mich erledigt hast. Der Schlüssel, der Schlüssel, der Schlüssel. Zu ihrem Herzen liegt in der Hundeklappe oben. Mit der ich noch nicht reinkomme, weil mein Becken zu dick ist offensichtlich. Oh mein Gott. Wetten, ich muss jetzt da hoch und da rein? Ich könnte ja raten. Wir können ja wetten. Um wie viele Likes wetten wir, dass ich recht habe? Ihr müsst mindestens einmal liken, wenn ich jetzt da oben rein kann. In die Hundeklappe. Ich schwör's euch. So, soll ich ihr jetzt ein Taschentuch bringen und dann heiraten wir trotzdem? Oder welche ungründliche Story decke ich gerade auf? Detective 00Sef, Freunde. Jetzt! Müsste aber liken. Oh, warum habe ich das Gefühl, dass das Böse da drin auf mich lauern wird? Böses! Wie gesagt, ich habe schon viel gesehen. Oh, einen netten kleinen Altar hast du hier aufgebaut. Das ist ja wirklich süß. Die Braut ist verschwunden. Esther Dighton, 22, ist auf mysteriöse Weise ein paar Tage vor ihrer Hochzeit verschwunden. Ihr zukünftiger Ehemann war auf einem Business-Trip und nachdem er zurückkam, war seine Frau verschwunden. Leute, die bösen, bösen Business-Trips, ja? Genau. Mysteriöse Weise verschwunden, du. Such mal in deinem Schlafzimmerschrank, ob sich da vielleicht irgendwer drinnen versteckt. Oh Gott, nein! Hi! Möchte dich nicht mehr heiraten! Danke, dass du diese Demo gespielt hast. Wir hoffen, du hast es genossen. Ja? Also, ich würde es jetzt vielleicht anders nennen, aber prinzipiell kann man das, glaube ich, schon sagen. Okay, liebe Leute, das war Lunacy St. Rhodes. Ich muss sagen, ich habe diverse Ausscheidungsorgane betätigt aufgrund der Sounds. Die waren echt gut. Ideentechnisch ist es ein bisschen... man kann noch mehr draus machen eigentlich. Prinzipiell war es nur Schlüssel suchen, in dem Raum gehen, Event triggern und dann kommen da die Geister. Also, ja... Wenn es gut gemacht ist, ist es okay. Grafik war schön. Es war sehr, sehr dunkel. Es war sehr, sehr atmosphärisch. Ich mochte diese Gewitter-Sounds. Die waren echt ohne Scheiß gut. Aber ja, gut. Also ich habe das Spiel ja neu starten müssen. Ich bin ja vernichtet worden. Die Schlüssel und die Zeichnung, es ist alles irgendwie random platziert, wie mir scheint. Ist okay. Aber ich weiß nicht, ob das sozusagen, wenn man daraus ein vollständiges Spiel macht, ob das dann spannender wird. Keine Ahnung, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Comments. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Indie-Horror-Einteiler. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann, haut rein und gute Nacht!